zu 125 Jahre Wiegand. Verehrte Festgäste, herzlich willkommen in den Räumen der Firma Wiegand zum 125-jährigen Geschäftsjubiläum. Im Namen meiner Frau, aller Mitarbeiter, mein Bruder Jochen mit seiner Frau Maria. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle der Einladung gefolgt sind. Wir blicken zurück auf 125 Jahre Wandel. In diesem Jahr reihen wir uns ein, neben dem nahtlosen Rohr aus Remscheid, zwischen glänzenden Sternen in Stuttgart sowie Innovationen der Bosch-Gruppe. Und für die Zukunft sind wir gut aufgestellt. Für uns ist es wichtig, wir arbeiten auf modernen, hochleistungsfähigen Maschinen. Und wir werden hoffentlich den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht, die hier sind. Die nicht hier sind, denen hoffentlich auch. Die Lieferanten, die hier sind, die werden uns gerecht, auch immer schön. Und wir verfolgen eigentlich immer das Ziel, dass wir hier höchste Präzision und eine wirtschaftliche Fertigung erzielen. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg gehen und die vor uns liegenden Herausforderungen mutig, engagiert angehen. Das Unternehmen wächst und wächst unaufhörlich und im Jahr 2001 wird die erste Laserschneidanlage des Marktführers Trumpf, ein 3 kW Mittelformatlaser, installiert. Es folgt die DIN ISO-Qualifizierung und das Qualifizierungsmanagement im Jahr 2002 und im Jahr 2003 und das erfolgreiche Unternehmen erweitert ständig seine Angebotspalette, in diesem Fall um die Laserbeschriftung. 2005, meine sehr verehrten Damen und Herren, investiert man erneut in Trumpfmaschinen. Ein neuer Laser mit dann 4 kW Leistung, eine CNC-Abkantpresse sowie eine neue Tafelschere werden installiert. Ebenso können nun Erstmuster auf einer Messmaschine geprüft und durch Qualitätskontrolle dokumentiert werden. Genau zum richtigen Zeitpunkt installiert man in der Industriestraße einen neuen Laser und bringt sich 2011 damit technisch auf dem allerneuesten Stand. Die Abkanttechnik, das Rundwalzen, das Schweißen, alle Fertigungsbereiche der Firma Wiegand sind technisch auf dem aktuellsten, neuesten Stand und werden auch konkurrenzfähig ständig präsent sein. Die Firma Wiegand, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat sich nach 125 Jahren als führender Dienstleister der Metallverarbeitung am Markt positioniert. In der vierten Generation arbeitet und lebt das Unternehmen mit Metall und vereint Erfahrung mit Innovation und Hightech mit Handwerk. Ich kann an dem anschließen, was Willi Hartkopf damals im 100-Jährigen sagte. Das Handwerk, der Kleine und der Mittelstand in Remscheid sind unsere Stützen. Sie machen es jeden Tag mit, sie stellen sich jeden Tag aufs Neue, auf die Wünsche, auf die Forderungen ihrer Kunden an. Und deshalb sind Sie heute 125 Jahre alt. Sie sind mit Ihrer Firma ein starkes Stück von Remscheid, auf das wir nicht verzichten möchten. Und wir haben gerade schon scherzhaft gesagt, zum 200-Jährigen kommen wir wieder. Herzliche Gratulation und ein schönes Fest. Wir, gerade wenn wir auch die Image-Kampagne sehen, dann bin ich heute bei einem Vorzeigeunternehmen, dann bin ich heute bei jemand, auf den zutrifft das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Und wenn man an einem solchen Tag natürlich dann auch der Gründer gedenkt, dann hat Edison, der Erfinder der Glühbirne, mal gesagt, die höchsten Türme fangen mit einem stabilen Fundament an. Wir haben eben gehört, wie alles angefangen hat, wie kurz eigentlich diese lange Geschichte dieses gesunden Unternehmens ist, nur 4 Generationen lang und alle haben es richtig gemacht. Und darauf sind wir als Handwerkskammer Düsseldorf unwahrscheinlich stolz. Wir haben selten eine so gute Gelegenheit, mit so etwas Positivem nach außen zu gehen. Und insofern bin ich heute sehr dankbar, dass ich hier sein darf. In all den Jahren haben Sie immer wieder gezeigt, worauf es im Wettbewerb ankommt. Durch Qualität, Nachhaltigkeit und ständige Innovation ist es Ihnen gelungen, sich im härter werdenden Wettbewerb zu behaupten. Dabei haben Sie schon immer Ihre Heimatstadt Remscheid verpflichtet gefühlt und sich am hiesigen Standort engagiert. Die Nähe zum Kunden und schnelle, flexible Lösungen sind Ihr Rezept, mit dem Sie Ihren Partnern die Zusammenarbeit schmackhaft machen.